Die Bündnerküche für uns, Bündnerinnen und Bündner, ist natürlich Teil unseres kollektiven Kulturerbes. Es hat sich auch in der Sprache niedergeschlagen. Eben wenn man jemandem Tübizockel sagt oder das ist eine Frau wie ein Andutschel, dann ist man ja in dieser Tradition auch sprachlich verbunden. Im Französischen kennen wir Andouille. Oder im Spanischen Andulio. Und das kommt von Inductilis, zum Überziehen geeignet. Und das ist natürlich gemeint, der Darm, in dem man eben die Fleischmasse füllt. Also es hat Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck drin. Das meiste beziehen wir aus der Region. Also Andutschel. Auch Bauernsalzitz genannt. Früher war das eine spezielle Wurst, die man nur sonntags gegessen hat, weil es etwas Spezielles war, einen speziellen Gaumen. Das ist schon ein Rezept, das schon mein Großvater praktiziert hat und das möchten wir schon geheim halten. Man kann heute sagen, von einem, er sei ein Andutschel, wenn er vielleicht ein bisschen klein und eher dick ist oder Innerskinnen Dutschel, eine Frau wie einen Dutschel, ist auch eher ein festes Frauenzimmer. Oder wenn man wie ein Andutschel isst, dann hat man eben so viel gegessen, dass man auch prall gefüllt ist, wie diese Wurst. Rund 4 Tage hängen die Andutschel zum Trocknen in einem Kühlraum, bevor sie einen Tag in die Presse kommen. Also die Würste werden gepresst, damit die Wurst eine schöne Form kriegt und damit das Fleisch sich auch besser bindet. Anschließend werden die Andutschel weitere 1,5 Wochen bei einer Temperatur von 12 bis 14 Grad Luft getrocknet. Etwas länger, rund 2,5 Wochen im Kühlraum, braucht die Schwarzwurst, eine weitere exklusive Bündner Spezialität. Die Schwarzwurst wird bei uns Ligionnaire genannt, eine der ältesten Würste, eigentlich eine Wurst, die von den Bauern kommt. Und speziell daran ist, dass es Kartoffeln, Schweinsleber und Schweineblut drin hat. Ganz speziell daran ist noch, dass es Nelken drin hat, dass keine einzige andere Wurst drin hat. Während die Schwarzwurst eigentlich nur in der Region erhältlich ist, hat der Andutschel den Sprung über die Kantonsgrenze längst gemacht und ist damit sogar dem Unterländer oder Flachländer, beispielsweise dem Zürcher, zugänglich gemacht worden. Das ist ein Kuhstutzen, wo besteht aus dem hinteren Teil der Kuh. Aus einem Stutzen gibt es 5 Binden. Und die 5 Binden sind dann die hier, zum Beispiel Deckstück. Sind teurer, die sind also teurer als die Unterspelten. Unterspelten muss man immer ein bisschen billiger abgeben, weil sie eben die Sehnen drin haben. Aber Fischbinden und Vorschläge, das heisst, das ist der dicke Nuss und der flache Nuss, sind ungefähr im Preis gleich. Man nimmt Kochsalz, nachher natürlich meine verschiedenen Gewürze drin. Das da kommt Knoblauch drin, Wacholderbeeren, grobe Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Und dann kommt noch Wacholderblätter. Seinen Siegeszug rund um die Welt dürfte das Bündnerfleisch mit den englischen Touristen begonnen haben, die es Mitte des 19. Jahrhunderts als Marenda, wie der kleine Imbiss am Nachmittag im Bündnerland genannt wird, kennengelernt haben. Was die Bündner selber als alt hergebrachtes Fast Food vermarktet haben, ist aber eigentlich genau das Gegenteil von Fast Food. Denn dahinter stecken eben die alten Traditionen und auch eben diese geniale Konservierungsart des Fleisches an der Luft getrocknet. Also 40% tut es verlieren, haben wir also Gewichtsverlust. Und darum ist das Bündner Fleisch auch ein bisschen teurer. Also das Fleisch tut man hauptsächlich pressen wegen der Form. Im Prinzip hat das nichts zu sagen mit der Qualität oder so. Ein Stückchen müssen einfach schöner aussehen. Also das Bündnerfleisch wird 3-mal gepresst. Zuerst mal nach 14 Tagen, wenn es geht. Und das zweite Mal nach 1,5 Monaten wieder. Und das dritte Mal, bevor es im Verkauf geht.
Die grossen Stücke haben im Prinzip 3 Monate, bis sie reif sind. Und die kleineren Stücke, die bringen wir nachher also in 1,5 Monate. Markus Beer ist Koch und Hotelier in Alverneudorf im Mittelbünden. In seinem Garten schneidet er Krautstiel. Eigentlich macht man die mit Mangold. Man kann natürlich auch größere Spinatblätter nehmen, was gerade im Sommer im Garten wächst. Auch Krautstielblätter. Aber es ist auch kein großer Unterschied zwischen den einzelnen Blättern. Dieses Gericht heißt Kapunz, wird auch Krautwickel genannt. Das ist eine Spezialität des Bündner Oberlands hauptsächlich. Aber auch bei uns da in Mittelbünden. Rohschinken, das brauche ich zuletzt als Garnitur auf die Kapunz. Sie können das auch ohne machen, aber schmeckt auch gut dazu. Gewürz ist eigentlich wie ein Spätzleteig. Muskatnuss, Pfeffer, Salz, das ist eigentlich alles. Mit Vorbereiten dauert es sicher eine Dreiviertelstunde, bis alles bereit ist. Und nachher, wenn die Wickel eingewickelt sind, dauert es ungefähr 10 Minuten. 10 bis 15 Minuten sind sie bereit. Meine Mutter hat schon seit eh und je früher Kapunz gekocht. Das gab es bei uns im Sommer einmal in die Woche. Und ich koche das genau nach diesem Rezept. Es gibt sicher über 200 verschiedene Rezepte. Die einen essen dann trocken mit Käse und Butter. Ich mache eine leichte Soße dran. Ich habe zum Beispiel da Bouillon und Milch. Andere kochen nur im Bouillon. Das ist ganz verschieden. Aber alle schmecken. Ja, jetzt machen wir natürlich Kapunz mit Scampi und Crevetten und alles drum und dran. Alles wird da eingewickelt und wird als irgendein Kapunz verkauft. Aber eigentlich ist das ein ganz einfaches Gericht, wo man nicht irgendein fernöstliche Lebensmittel dazu braucht. Dann werden die angerichtet. Die Soße nappiere ich über den einzelnen Kapunz. Dann ziehe ich ein bisschen Rohschinken in brauner Butter an. Und vorher gebe ich noch ein bisschen Parmesan dazu. Und mit Butter und den Rohschinken lapieren. La Tuerta de Nuches en Jardinaisa. Das waren Auswanderer, die diese Spezialität in Frankreich entdeckt haben, dort gesehen haben, wie man damit zu Verdienst kommen kann. Und dann sind sie zurückgekehrt und haben die Nüsse importiert ins Engadin. Die Nüsse ist immer ein Problem. Es gibt in der Schweiz, aber es gibt eigentlich keinen richtigen Markt. Die habe ich jetzt von diversen Bauernhöfen in der Schweiz. In ihrer Küche auf einem Bauernhof in Pfalz-Oberpfalz entsteht die Köstlichkeit, für die Heidi Lenz bei einem renommierten gesamtschweizerischen Wettbewerb mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden ist. Aus einem Hobby ist so ein Nebenberuf geworden, ganz im Sinne des Scharnutz-Grischun, eine Vereinigung von abgelegen wohnenden Bäuerinnen in ganz Graubünden, die ihre Produkte unter diesem Namen gemeinsam anbieten. Mit den Zutaten bin ich sehr streng. Ich schaue sehr auf regionale Produkte. Ich kaufe das Mehl bei Grand Alpin. Durch die Genossenschaft Grand Alpin vermarkten rund 50 Biobetriebe, die meisten aus Bündner Bergtälern, ihre Produkte. Grand Alpin betreibt auch 2 eigene Mühlen. Eine davon die Kleinmühle in Saluf, wo beispielsweise Spezialmehle, Suppengerste und Mehlmischungen hergestellt werden. Den Teig, den mache ich eigentlich meistens so für 100 bis 150 Nusstorten. Ich kaufe sehr viel Altbutter, die ich nachher einfriere. Und eine Kollegin von Scharnutz-Grischun macht mir Bauernhofbutter. Die Eier, da hat ein Bauer in Lenzerheide, der hat auch Hühner. Die kriege ich dort. Ja, das sind 5 Minuten.
nicht mal. Ich knete immer nochmals von Hand durch, damit ich das gute Feeling für den Teig habe. Jetzt geht er an die Kühle, etwa einen Tag bestimmt. Jetzt kommt die Füllung, eine Karamellfüllung mit Baumnüssen. Den Zucker muss man zu einem schönen Karamell kochen und dann kommen die Nüsse rein. Ja, der Rahmen, der gibt dem Karamell eine gute Struktur und es verfeinert das Ganze. Und es bringt auch noch ein bisschen Kalorien. Also meine Nusstorte ist eine Bündner Nusstorte, sage ich. Ich denke mir, in der Engadiner Nusstorte hat es noch sehr viel Bienenhonig. Das mache ich nicht rein. Ich finde, es wird mir fast zu süß mit Honig. Bei der Füllung, die muss auch eine gewisse Struktur haben. Wenn sie zu dünn ist, dann kommt sie aus den Löchern von den Einstichen oben raus. Das ist Wasser, damit mir der Rand schön zumacht und die Füllung nicht rausläuft. Ich denke mir, eine Nusstorte braucht auch, wenn sie gebacken ist, eine Zeit, um den Geschmack zu entwickeln. Also ich empfehle immer 2 bis 3 Tage zu warten, bevor man sie isst.